Hallo zusammen und willkommen zur Serie über Elektrizität und Magnetismus. Wir fangen gleich an mit einer recht interessanten Eigenschaft der Materie. So wie Masse eine Eigenschaft der Materie ist, so ist nämlich auch die Ladung eine Eigenschaft der Materie. Wir reden in diesem Video also über Ladung. Die Ladung. Was verstehen wir denn eigentlich drunter? Es gibt sicher physikalische Größen, die irgendwie zugänglicher sind, also ich weiß, was Länge ist, ich weiß, was ein Gewicht ist, ich weiß relativ gut, was Zeit ist, ich weiß, was Masse ist. Aber Ladung, so im Alltag, kann man das eigentlich kaum erfahren. Ab und zu piepst mal was und da weiß ich, aha, mein Akku ist leer und ich muss ihn nachladen. Aber letztendlich weiß ich ja nicht, was da drin dann vorgeht. Ich kriege Ladung nie aus erster Hand mit. Ich habe einfach kein Sinnesorgan dafür. Ich meine, ist auch kein Wunder. Ich meine, bis vor 200 Jahren hat ja der Mensch mit Elektrizität eigentlich überhaupt nichts am Hut gehabt. Ja, vielleicht gab es ein paar Leute, die hatten mal Bernstein in der Hand und haben das dann mal an einem Fell gerieben und sich vielleicht gewundert, was da knistert. Und dann gab es natürlich die ganzen Unglücklichen, die vom Blitz erschlagen wurden. Aber ansonsten gab es ja in der ganzen Evolutionsgeschichte der Menschheit überhaupt keine Begegnung mit Elektrizität. Und das ist kein Wunder, dass wir auf der Seite da ziemlich blind sind und uns sogar unser Gehirn jetzt nicht so verkabelt ist, dass wir uns da ein bisschen was Vernünftiges drunter vorstellen können. Auf jeden Fall wissen wir, dass Ladung in zwei Formen gibt. Es gibt diese positive Ladung und es gibt negative Ladung. Und dass das eine positiv heißt oder das andere negativ heißt, ist reiner Zufall. Genauso könnte ich sagen, das ist die Ladung X und das ist die Ladung Y oder das ist die blaue Ladung oder das ist die rote Ladung. Es ist einfach ein Name für zwei Dinge, die wir unterscheiden wollen. Und wir wissen auch aus Büchern, nicht weil wir es selber gesehen haben, wir wissen aus Büchern, dass sich unterschiedliche Ladungen anziehen. Also die zwei hier, die würden, wenn sie sich bewegen könnten, würden sie sich aufeinander zubewegen. Und gleiche Ladungen, oder sagen wir lieber Teilchen mit derselben Sorte Ladung, also zweimal positiv geladen oder zweimal negativ geladen, diese Teilchen, die würden sich jetzt, wenn sie könnten, voneinander wegbewegen, die würden abgestoßen. Also hier haben wir Anziehung und bei gleicher Ladung haben wir Abstoßung. Nun, die Ladung ist immerhin eine physikalische Größe. Auch wenn wir jetzt im ersten Moment nicht wissen, was wir darunter verstehen sollen, so kann man sie doch messen. Und gemessen wird sie in Coulomb. Also die Einheit der Ladung ist das Coulomb und das ist benannt nach einem französischen Physiker. Der hat sich schon 1780 mit Ladungen beschäftigt und eben dabei auch das Coulombsche Gesetz gefunden, auf das wir gleich kommen. Ja, wenn ich jetzt anfange, Ladungen zu messen, ist es vielleicht ganz günstig, damit kleinen Teilchen anzufangen. Mit sehr kleinen Teilchen. Man könnte zum Beispiel damit anfangen, mal ein paar Atomkerne auf ihre Ladung hin zu untersuchen. Man würde dann finden, dass in dem Atomkern sind ja Protonen und die Protonen sind immer positiv geladen. Also die tragen diese positive Ladung. Und dann gibt es Neutronen und die tragen keine Ladung. Das sind sozusagen die Elemente eines Atomkerns. Und wenn man die jetzt mal ausmisst, diese Ladung der Protonen, dann würde man feststellen, dass alle diese Protonen dieselbe Ladung tragen. Und diese Ladungsmenge, die hat man E genannt. E, das steht für Elementarladung. Das ist eine Elementarladung. Also alle Protonen exakt die gleiche Ladung, genau diese Menge E. Und alles, was wir an Ladungen überhaupt messen, ist immer ein Vielfaches dieser Elementarladung. Es gibt also nicht ein Drittel E oder ein Viertel E, sondern wenn wir Ladung messen, dann ist es immer ein Vielfaches dieser Elementarladung. Offensichtlich kann man so eine Elementarladung nicht irgendwie auseinanderbrechen. Es sei denn, ich beschieße dieses Proton in einer so brutalen Art, dass es gleich in seine Quarks zerlegt wird, dann sehe ich vielleicht für ein Zillionstel Sekunde eine Ladung, die kleiner ist als die Elementarladung. Aber in einem halbwegs normalen physikalischen Umfeld werde ich nur Vielfaches dieser Elementarladung finden. Also die Elementarladung, und das ist auch gerade die Ladung eines Protons.
Protons im Atomkern. Jetzt werden vielleicht einige von euch fragen, hey, wieso fliegt das Ding nicht auseinander? Ich habe doch gerade was von Abstoßung gesagt. Ja, schon, die stoßen sich ab, aber es gibt etwas, was stärker ist als diese Abstoßung, nämlich die Kernkraft. Die hält die Protonen da schön zusammen. Also macht euch keine Sorgen, die Kernkraft ist stärker, sonst hätten wir keine Atomkerne und dann hätten wir eigentlich gar nichts, außer einem Gewimmel von Protonen und Neutronen. Ja, und wie ist es eigentlich mit den Elektronen? Da gibt es ja noch diese Elektronen hier irgendwo viel, viel kleiner als die Protonen und die Neutronen, schwirren da durch den Raum, nicht so als Pünktchen, sondern vielleicht als Wölkchen oder man weiß auch nicht so recht, als was eigentlich. Auf jeden Fall tragen diese Elektronen auch eine Ladung und die tragen die Ladung minus E. Also minus E, das ist die Ladung des Elektrons. Das heißt, dem Betrag nach ist die Ladung des Elektrons genauso groß wie die Ladung des Protons, aber es ist genau der andere Typ, den wir halt jetzt zufälligerweise als negativ bezeichnet haben. Gut, jetzt kann ich mal endlich dran gehen zu sagen, ja, wie viel ist denn ein Coulomb? Da muss ich nämlich dann bloß abzählen, wie viele Elementarladungen denn in meinem Coulomb drinstecken. Ich kann es auch einfach so definieren, ich kann einfach festlegen und sagen, hier, ein Coulomb, das soll sein 6,24, das sind 6,24 mal 10 hoch 18 Elementarladungen. Und das heißt umgedreht, dass eine Elementarladung gleich ist 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Das ist sicherlich nicht die historische Definition des Coulombs. Das Coulomb hat sicher seinen Wert bekommen aus anderen historischen Gründen. Wenn man es jetzt definiert, dann sagt man einfach hier, das ist die Menge an Elementarladungen, die in meinem Coulomb drin ist. Dadurch ist das eigentlich eindeutig festgelegt. Ja, erinnern wir uns nochmal an dieses erste Bild. Da hatten wir doch auch wieder das aufgemalt. Da hatten wir diese eine Teilchen mit der positiven Ladung, das andere Teilchen mit der negativen Ladung. Und die ziehen sich an. Und wir haben gesagt, ja, wenn die frei sind, dann würden die sich auch aufeinander zubewegen. Was heißt denn das? Da gibt es ja eine Beschleunigung. Offensichtlich gibt es ja irgendeine Kraft, die zueinander zieht. Also da wirkt eine Kraft, das ist diese elektrostatische Kraft, und die hat eben Coulomb als erster beschrieben und gemessen. Und deshalb ist auch das Gesetz nach ihm benannt, das Coulombsche Gesetz. Und das besagt, dass diese elektrostatische Kraft, die zwischen diesen beiden geladenen Teilchen wirkt. Wenn man das eine Teilchen hier, das soll das Teilchen 1 sein und das Teilchen 2, dann ist diese Kraft genau eine Konstante mal der Ladung des Teilchens 1. Und die Ladung, die kürzt man immer ab mit dem Buchstaben Q, groß Q oder klein Q. Also Q1, das ist sozusagen die Ladungsmenge, die hier im Teilchen 1 sitzt, mal der Ladungsmenge im Teilchen 2, geteilt durch den Abstand beider Teilchen zum Quadrat. Das ist meine Kraft. Wenn ihr diese Gleichung anschaut, dann erinnert euch das vielleicht an eine ähnliche Gleichung. Und zwar an diese Gleichung hier. Da reden wir von einem Fg, also auch wieder eine Kraft, und die ist gleich der Konstante g mal Masse 1 mal Masse 2 durch den Abstand zum Quadrat. Das ist die Gleichung, die beschreibt, wie stark die Gravitationskraft ist zwischen zwei Massen. Und hier ist die Gravitationskonstante. Und das ist schon verblüffend, dass diese Gleichung, diese Gravitationskraft, dieser elektrischen Kraft so ähnlich ist. Und es gibt noch eine besondere Gemeinsamkeit zwischen diesen beiden Kräften. Die wirken auch im Vakuum. Das heißt, wenn ich hier ein Teilchen habe und hier ein anderes Teilchen und ich habe überhaupt nichts außen herum. Es gibt nichts, was diese beiden Teilchen hier irgendwie verbindet. Kein Draht, keine Form der Kommunikation, kein Signal, nichts. Trotzdem weiß dieses Teilchen irgendwie, dass da ein negativer Partner in der Nähe ist und dass es sich in diese Richtung bewegen sollte. Und genauso geht es dem hier. Dieses Teilchen weiß auch, aha, irgendwo ist da was Positives. Er weiß sogar, aha, da vorne ist was Positives. Und das zieht mich unwiderstehlich an. Woher die Teilchen das wissen, ist bis heute ein Rätsel. Das hat noch keiner richtig verstanden.
Und das ist dasselbe bei der Gravitationskraft. Wenn wir also statt der Ladung hier Massen haben, auch da ist diese merkwürdige Fernwirkung, dieses merkwürdige Gespür dafür, aha, da vorne ist eine andere Masse und da zieht es mich hin. Aber gut, beschränken wir uns auf das, was wir tun können. Wir können ausrechnen, wie groß die Kraft hier zwischen den Teilchen ist. Wir sagen einfach, diese Teilchen sollen mal die Ladung haben. Was geben wir dem für eine Ladung? Sagen wir mal 5 mal 10 hoch minus 3 Coulomb und hier, was weiß ich, minus 2 mal 10 hoch minus 2 Coulomb sollen das sein. Und der Abstand hier soll 0,5 Meter sein. Und dann schauen wir mal, welche Kraft hier zwischen diesen beiden Teilchen herrscht. Wir setzen das einfach ein, aber da brauchen wir ja diese Konstante dazu. Was ist denn das für eine Konstante? Diese Konstante beträgt, das gebe ich jetzt einfach mal hier an, das ist 9 mal 10 hoch 9, und zwar Newton Meter Quadrat durch Coulomb Quadrat. Diese Konstante hängt ja von diesem Einheitensystem ab, und hier sind die Einheiten halt auch dann so gewählt, dass am Ende Newton übrig bleiben, weil wir multiplizieren ja die Konstante mit Coulomb zum Quadrat, das heißt, die Coulomb kürzen sich weg, wir teilen das durch Meter zum Quadrat, also die Meter kürzen sich weg, bleiben die Newton zurück. Das ist die richtige Dimension der Konstante, die wir brauchen, um hier tatsächlich am Ende eine Kraft stehen zu haben. Ja, dann setzen wir ein, also dann ist meine Kraft, dann ist meine elektrostatische Kraft zwischen diesen beiden Teilchen, ist dann gleich die 9 mal 10 hoch 9, 9 mal 10 hoch 9, dann mal der Ladung des ersten Teilchens, das war die 5 mal 10 hoch minus 3, 5 mal 10 hoch minus 3, mal die Ladung des zweiten Teilchens, da hatten wir minus 2 mal 10 hoch minus 2, geteilt durch den Abstand zum Quadrat, 0,5 zum Quadrat, das gibt mir 0,25, und das Ganze kommt in Newton raus, wie wir uns hier schon anhand der Konstante versichert haben. Ja, und dann rechne ich mir erstmal die Zahlen. 9 mal 5 mal, das heißt hier minus 2 war das, Entschuldigung. 9 mal 5 mal minus 2, 5 mal minus 2 ist minus 10, mal 9 gibt minus 90. Und 10 hoch 9 mal 10 hoch minus 3 gibt 10 hoch minus 6, gibt 10 hoch 6, mal 10 hoch minus 2 gibt 10 hoch 4. Also 90 mal 10 hoch 4 bleibt hier oben, geteilt durch 0,25. Und das geteilt durch 0,25, das ist dasselbe wie mit 4 mal zu nehmen. Da steht also minus 360 mal 10 hoch 4. Und das ist dann auch dasselbe wie minus 3,6 mal 10 hoch 6. Also minus 3,6 Millionen Newton. Das klingt jetzt sehr viel, haben wir uns da irgendwie verrechnet. Also ein Coulomb ist eine Einheit, die eigentlich sehr groß ist. Ein Coulomb ist eine Riesenmenge an Ladung. Und dann ist es eigentlich nicht überraschend, dass hier auch relativ große Kräfte rauskommen. Ich denke, wir werden später noch ein gutes Gespür dafür kriegen, was viel Ladung ist und was wenig Ladung ist. Das Minuszeichen hier, das ist auch interessant. Das Minuszeichen, wann kann denn eine Kraft negativ sein? Was heißt denn das? Eine Kraft hier, diese elektrostatische Kraft, kann negativ sein, wenn, nun, das K ist immer positiv, das D Quadrat ist immer positiv. Das kann eigentlich nur negativ sein, wenn eine dieser beiden Ladungen negativ ist und die andere positiv ist. Das heißt, wenn diese zwei Ladungen verschieden ist, dann kann es hier ein negatives Ergebnis geben. Das heißt, die zwei würden sich anziehen, die Bewegung, die beiden Teilchen würden zusammenlaufen. Also anziehende Kraft hat hier ein negatives Vorzeichen. Wenn beide Ladungen gleich sind, beide negativ oder beide positiv, dann wäre die Kraft auf jeden Fall positiv hier. Und das heißt dann, die beiden würden sich abstoßen. Also positives Ergebnis hier unten, abstoßende Kraft, negatives Ergebnis hier, anziehende Kraft. Eigentlich kann man da nicht viel falsch machen. Ja, ich hoffe, ihr fandet diesen kleinen Einstieg in die Elektrizität interessant, und im nächsten Video werden wir uns dann gleich mit dem elektrischen Feld beschäftigen.